Du möchtest deine Mannschaft im athletischen Bereich besser machen, hast aber keine Ahnung, wie das geht? Kein Problem. Sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich eine Torwartübung vorbereitet, die so ganz einfach als Torwart einwerfen oder auch als einfach Aufwärmen benutzt werden kann. Und zwar sind alle Feldspieler mit Ball auf Rückraummitte. Und wir haben hier mit Stangen oder Hütchen noch quasi Tore aufgebaut. Das heißt, der Torwart mehrere Tore hat zum Verteidigen nach vorne. Das heißt, der Torwart wird immer ein Tor nach vorne rücken und dort dann Bälle halten. Und jetzt starten wir so, dass er in seinem echten Tor hinten startet. Und jetzt haben wir eine feste Schussfolge. Zum Beispiel der Ball kommt rechts hoch und der nächste kommt dann links flach. Ja, und dann hält der Torwart rechts hoch, links flach. Dann sind die ersten beiden Bälle weg. Er hat seine Reihenfolge gehalten. Und jetzt geben wir vor, danach linken Pfosten berühren im nächsten Tor. Und dann wieder rechts hoch, links flach halten. Ja, das heißt, er geht dann von hier aus vor, zack, hält wieder hoch, flach. Und dann machen wir das gleiche wieder. Vor, Stange berühren, hoch, flach halten. Ja, das wäre dann quasi eine Serie mit 6 Würfen. Ihr könnt natürlich noch ein Torwart, noch ein Tor mehr aufbauen, dass er 8 Würfe hat. Ja, zack, halten, halten, vorarbeiten, halten, halten und so weiter. Und dann gebt ihr einfach verschiedene Abläufe vor. Erst man zum Beispiel den rechten anläuft, dann einen Ball flach hält, einen Ball hier hoch hält, wieder rechts anläuft, flach hält, hoch hält. Ja, oder sonstige Sachen. Da einfach kreativ sein, so dass er sich immer quasi durch diese Stangen nach und nach vorne arbeitet und immer mehr Würfe auf die Stangentore bekommt. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!